Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Zwischendurch. Und zwar stimmt es bei mir gerade recht ordentlich. Und schauen wir mal, ob man. Jawohl, da hat nochmal der Blitz eingeschlagen. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, befinden wir uns in der Minecraft Beta 1.6.4. Und das hat natürlich auch ein paar Nachteile mit sich gebracht. Ich bin im Moment dabei, komplett überall rum zu huschen. Wow. Und überall die Macken auszubessern, die dieser Bugfix gebracht hat. Und jetzt hat es gerade eben geregnet. Und ein schönes Gewitter ist aufgezogen. Da habe ich mir gedacht, mache ich nochmal so ein kleines Zwischendurch. Und jetzt gerade hat es aufgehört zu gewittern. Dann können wir nochmal schauen, wo ich gerade dabei bin. Hinten irgendwo schreit eine Kuh. Ja, ich bin im Moment dabei, das komplette Schienensystem zu ersetzen. Denn das ist ja wirklich mehr als behindert. Das war jetzt gerade mal so versuchsweise. Da habe ich dann eben gehört, dass es regnet. Und ja, mein automatischer Bahnhof musste ich jetzt komplett umstellen. Überall diese Speed Racing-Kackteile einbauen. Und auch diesen Steckding da funktioniert nicht mehr. Jetzt kann ich nur noch mal im Moment maximal 3 Minecarts auf Lager haben. Es ist nicht gerade besonders einfach. Und ich muss irgendwie versuchen, wenn man das dieser Block hier dann aktiviert wird. Und so ging es eigentlich. Schauen wir mal. Also so kommt dann das Minecart raus normalerweise. Genau. Dann kann ich mich reinhocken. Aber dann treffe ich den Button nicht. Das ist natürlich schade. Und sollte eigentlich auch nicht sein. Aus diesem Grund probieren wir es mal nochmal so. Ja, so würde es wieder funktionieren. Und ja, das war's von meinem kleinen Zwischendurch jetzt. Das Gewitter ist relativ schnell wieder vorbeigegangen. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen die Bugs fixen, damit das hier alles funktioniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschaußen. Hallihallo und hier nochmal ein kleiner Nachtrag zu dem vorherigen Video. Ich habe ja gesagt, ich bin gerade dabei, die komplette U-Bahn zu erneuern, zu austauschen, zumindest die Schienen. Die sind schon so alt und brauchen ein bisschen Pflege und mittlerweile bin ich auf die Frostbite Engine 2 umgestiegen oder so ähnlich. Und ja, ich bin im Moment dabei, gerade noch die U-Bahn wieder zu repaiden, weil jetzt brauchen wir die ganzen Booster nicht mehr, das heißt, ich kann jetzt komplett wieder alles zurücksetzen. Und ich habe jetzt einmal, also ich mache jetzt überall, wo normale Schienen waren, setze ich die Speed-Dinger hin. Und da bin ich halt jetzt einmal von meinem ganz langen Weg bis zu meinem Haupthaus hier unten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch kennt. Das ist, also da war ursprünglich mal mein Spawn hier. Im Moment regnet es schon wieder. Ungeheuerlich. Und jetzt bin ich einfach mal da komplett durchgelaufen, habe die kompletten Schienen abgebaut. Und wenn man mein Inventar jetzt mal anschaut, sieht man mal, wie viele Schienen da zusammengekommen sind. Das ist unglaublich. So kann man sich mal ausrechnen, wie lange der Weg von hier bis ganz vorne ist. Ich habe eine Schiene dort am Eck lassen, das heißt, eine gehört noch eigentlich dazu. Wobei man wieder ein paar abziehen muss wegen dem Booster. Sagen wir mal, ohne diesen 10 da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mal 64 sind wir bei 640, sind wir bei über 700 Blöcke. Oder? Schon, oder? Ja, ich denke durchaus. Hä? Oder verhaue ich mich da jetzt gerade? Nee, stimmt schon. Über 700 Blöcke müssten das sein. Und ja, jetzt muss ich das wieder alles zurücklegen. Ab und zu dann immer diese Redstone Torch einbauen. Das wird jetzt noch eine schöne Arbeit.
So, die ganzen Schienen. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Ich schmeiß die alle zum Teufel, weil ich mach mir die alle wieder gehackt, weil ich keinen Bock habe. Also das finde ich schon übelst die, weil ich bin jetzt mindestens schon eine Stunde unterwegs, alles wieder zu erneuern, und jetzt nur beim Bahnhof. Hat das schon ewig gedauert, bis ich jetzt das wieder mit dem automatischen Bahnhof hinbekommen habe. Das war nicht besonders schön. Ja, mit diesen leichten Lecks hier. Genau. Ja, so geht es jetzt wieder zurück. Und ja, wir sehen uns wie gesagt beim nächsten Video. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen arbeiten und arbeiten in Anführungsstrichen. Und dann sehen wir uns fürs nächste Mal wieder. Tschaußen.